auch Sie betrachten nach wie vor auch nach einer Woche, das ist ein Fehler, was da passiert ist. Ja, wir arbeiten jede Stunde, um wenigstens jetzt den größten Auftrag, dass wir die Menschen anständig behandeln, würdig, menschenwürdig unterbringen. Das ist eine gigantische Aufgabe und trotzdem müssen wir uns bemühen, wieder Regeln in Europa zu bekommen. Das Problem besteht ja darin, dass eine Regel außer Kraft gesetzt wurde, aber kein Plan da ist, wie man diese Dinge jetzt bewältigen soll. Das ist das Problem. Hat die Kanzlerin falsch gehandelt? Es war ein Fehler. Und sehen Sie eine Möglichkeit, dass man jetzt den Fehler noch korrigieren kann? Das wird sehr schwer. Also Sie hatten da ja einen bestimmten Ausdruck, es gibt Einfluss und man muss den stoppen. Glauben Sie, dass der Stöpsel wieder auf die Flasche zu kriegen ist? Oder? Das geht jetzt nicht um Begriffe, sondern wir müssen schauen, dass wir das Thema wieder beherrschen. Ohne Unterstützung der Bevölkerung, der Hilfsorganisationen, der Kommunen insbesondere, aber ich möchte ausdrücklich auch sagen, der Verwaltungsleute und der Polizei wären die Dinge schon längst zusammengebrochen. Das ist das, was vor Ort hier das Ganze noch aufrechterhält. Hat die Kanzlerin recht, wenn sie sagt, es gibt keine Obergrenze für Asylrecht? Im Artikel 16a steht, politisch Verfolgte genießen Asyl. Da gibt es keine andere Formulierung. Und deshalb kommt es immer darauf an, ob jemand politisch verfolgt ist. Ich will keine Debatte über Zahlen. Wenn jemand schutzbedürftig ist, dann wird er in unserem Landesschutz erhalten. Nur dafür gab es Regeln und die sind außer Kraft gesetzt. Und es gibt keinen Plan in Berlin. Glauben Sie, dass die Notlage noch beherrschbar ist? Also Frau Dreyer hat sich jetzt auch schon geäußert. Ja, wir bereiten uns auf alle Situationen vor. Es kann auch sehr in absehbarer Zeit sein, dass wir eine Krisensituation feststellen müssen. Also die Lage ist schon schwierig. Was fordern Sie konkret von der Kanzlerin? Ich fordere jetzt gar nichts. Ich unterhalte mich jetzt mit meinem Kollegen aus Albanien. Die Umstandsannahme ist das richtige Zeichen.